Online-Radio Düren, sonntags wie immer in Sachen Fußball on Tour. Wir gehen in die Kreisliga A und begrüßen dort den Trainer von der Renania Lohn, die heute um 16 Uhr, um 15:30 Uhr angetreten sind in Winden und auf dem Heimweg sind mit einem großen Erfolg. Und wir sagen einen wunderschönen guten Abend, Herr Frank Raspe. Ja, hallo. Herr Raspe, eine schwierige Woche. Am Donnerstag gespielt, heute gespielt, aber war doch, sag ich mal, unterm Strich eine sehr erfolgreiche. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir haben ja hier eben halt die vier Nachholspiele. Aber haben das volle Pensum rausgeholt. Alles super. Gehen wir mal kurz auf dem Spiel am Donnerstagabend beim Düren 77 ein. Am Ende ein 2:1 Auswärtserfolg. Wie haben Sie das Spiel denn gesehen? Beziehungsweise die erste Halbzeit haben Sie ja schon mit 1:0 geführt. Ja, erste Halbzeit haben wir 1-0 geführt. Wir haben eigentlich auch klare Chancen, um das 2-0 zu erzielen. Haben dann in der zweiten Halbzeit verpasst, dann auch in der einen oder anderen Situation dann das 2-0 nachzulegen. Sind dann zum, oder Düren ist dann zum Ausgleich gekommen mit einem Sonntagsschuss, Volley, hat er gut gemacht. Ja, dann haben wir noch 10 Minuten angelaufen, haben dann durch den Chris Wolf nach dem Abpraller 2-1 erzielt. Ja, und dann haben wir nicht mehr gut Fußball gespielt, sondern haben uns ein bisschen hinten reindrängen lassen. Düren hat natürlich dann auch alles nach vorne geworfen, haben zeitweise mit 4, 5, 6 Spielern ganz vorne drin gespielt, so dass wir das Ergebnis dann über die Zeit gebracht haben, aber ohne, sage ich mal, dass Düren jetzt eine hundertprozentige Chance hatten. Da waren eben leider so Halbchancen, Flanken und Ecken, aber jetzt nichts Besonderes. Wir haben dann aber auch verpasst, den entscheidenden Treffer zum 3-1 zu machen, haben dann die Konter schlecht ausgespielt, sodass es am Ende noch eng war. Ja, am Donnerstag auf Aber verdient gewonnen. verdient gewonnen. Am Donnerstag auf Kunstrasen gespielt in Düren, heute in Winden auf Kunstrasen gespielt. Zwei Spiele in 3, 4 Tagen für eine Amateurmannschaft. Wie hat Ihre Mannschaft das denn überhaupt, sag ich mal, verkraftet? Jetzt das heutige Spiel. Es wurde erfolgreich Gut, meinst beendet. Es wurde erfolgreich beendet, aber nach du? 45 Minuten hatte man schon einen Mann weniger. Ja, das war natürlich bitter für uns. Wir haben auch in der ersten Halbzeit nicht zu unserem Spiel gefunden, haben nicht gut gespielt, haben Winden spielen lassen, sodass die dann auch verdient 1-0 in Führung gegangen sind, haben auch dann noch weitere Chancen zugelassen, haben nicht so richtigen Zugriff bekommen durch einen Sonntagsschuss hier von das 1-1 erzielt kurz vor der Halbzeit und ganz, ganz bitter in der 45-Minute dann auch noch Sven Hoag durch eine Tätigkeit verloren, denn der wohl den Torwart wohl beim Torwart wohl nachgetreten hat, weiß nicht, konnte das nicht so richtig sehen. War wohl sehr umstritten, aber nichtsdestotrotz hat der Schiri dann rote Karte gegeben. Ja, in der zweiten Halbzeit mussten wir dann ein bisschen umstellen oder haben dann umgestellt, haben dann auch von der Einstellung her viel, viel besser Fußball gespielt, sind dann selbst sogar noch zu Chancen gekommen, obwohl wir in Unterzahl gespielt haben. Nach einer Ecke Kopfball Luca Dia an die Latte und Marcel Arling hat dann eingeschoben zum 2-1, viel umjubelt. Das war in der 70. Minute, so dass wir dann noch 20 Minuten vor uns hatten. Winden hat dann probiert, mit langen Bällen oder Flanken aus dem Halbfeld zum Erfolg zu kommen. Da haben wir natürlich super dagegen gehalten. Also Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Da haben wir richtig Gas gegeben, haben den einen Mann weniger haben wir quasi kaschiert, sodass wir da, ich finde, verdient gewonnen haben. Verdient gewonnen, sind auf dem Weg Richtung Tabellenführung. Sie haben noch etliche Nachholspiele. Was man jetzt aber in den letzten beiden Spielen, sag ich mal, ein bisschen vermisst hat, die Erfolgsquote von Sven Novak. Ist er so ein bisschen in die Reserve gesetzt worden? Nein, aber wir haben ja auch andere Leute. Wir haben ja nicht nur Sven Novak Blödsinn. Wir haben ja auch andere gute Leute.
Marcel Arling vorne ist mindestens genauso gut, so dass wir da also nicht abhängig sind vom Sven Novak, auch wenn er natürlich jetzt schmerzt, die rote Karte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt, ob 2 oder 4 Wochen, muss man schauen. Aber das ist ein Trugschluss. Also wir sind nicht von Sven Novak abhängig. Wir sind eine Mannschaft, die geschlossen auftritt und deswegen auch eine gute Chance haben, vielleicht dieses Jahr aufzusteigen. Und das ist jetzt nicht von einem Spieler abhängig. Wie sehen die weiteren Vorbereitungen aus? Die Liga ist ja sehr unausgeglichen vom Spielverlauf her. Spielabsetzungen, Ausfälle, Corona, Pandemie-Geschichten. Sie haben etliche Nachholspiele. Wie haben Sie Ihren Fahrplan für die nächsten Spiele? Ja, aufgrund unseres kleinen Kaders, wir haben nur 16, 17 Leute im Kader im Moment, haben wir natürlich Probleme oder müssen auch das Training dementsprechend dosieren. Wir trainieren eigentlich nur noch einmal die Woche, haben dann, wenn wir natürlich ein Nachholspiel haben, so wie jetzt zum Beispiel Donnerstag spielen wir in Burgwart, da trainieren wir Montag und spielen Donnerstag in Burgwart, so dass wir da uns wieder dann bis Sonntag erholen können. Also wir müssen jetzt ein bisschen darauf achten, auf unsere Kraftreserven und müssen ein bisschen ja, mit unseren Kräften aushalten. Frank Raspe von der Renania Lohn auf die beiden letzten Spiele angesprochen, jeweils erfolgreich, 6 Punkte, kleiner Kader und auf dem besten Wege eventuell auf die Richtung Bezirksliga. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, super, danke schön. Ja.